Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei The Infected, Staffel 3. Wo ist mein Bett? Erstmal ganz kurz ein Schläfchen. Dass wir unsere Energie wieder aufpusten können. Und dann wäre das Ziel für die Folge. Jetzt bist du ein bisschen früher aufgestanden, ne? Aber Energie ist eigentlich voll. Dann peppeln wir uns noch ein bisschen auf. Ich musste hier schon ein paar Sachen essen. Von unseren ganzen Melonen, die sind nämlich sonst leider alle vergammelt. Aber, warte mal, Feuer brennt noch. Dann lass noch mal schnell Wasser abkochen. Dann ist es auch hell. Oh! Oh Gott, mit dreckigen Händen ins Bett gegangen. Ja. Gut, dass sonst außer uns keiner hier ist. Heute ist der Bogen dran. Und auf jeden Fall Beete. Oh, da regnet es auch schon wieder. Hat eine geile Stimmung. Na, hat er wenigstens mal im Trocknen geschlafen. So, ich habe hier zwei Foundations nochmal angezeichnet. Was ist denn hier mit dem Stock eigentlich los? So. Bisschen Fleisch ist auch schon wieder fertig. Da haben wir jetzt genug dabei. Na, nimm's mit. Wasser. Ja, wird noch fertig, bevor das Feuer ausgeht. Alles klar. Dann nimm doch mal diese Kiste und stell die mal hier in die Ecke. Vor das Fenster, wie die andere, ne? Naja, wir bauen uns dann später eh ein vernünftiges Lager, nur dass jetzt hier nicht wieder mitten im Raum rumsteht die ganze Zeit. So. Was brauchen wir für den Bogen? Dann machen wir den direkt als erstes. Ein Stock und drei Seile. Stock. Habe ich Platz in meinem... Ja, habe ich. Wir haben einen Bogen, Leute. Und wir haben einen Köcher. Das Einzige, was jetzt noch richtig geil wäre, wären ein paar Pfeile. Das heißt, wir brauchen nochmal den Rest Seile. Wir brauchen Steine, Stöcker und die Federn. So, dann haben wir 5x Stöcker, 5x Steine, 5 Federn, 5 Seile und die ersten 5 Pfeile. 5. Nochmal. Na, 5 Seile und Federn. Na, und jetzt? Achso, das Lagerfeuer ist ausgegangen. Da gibt's Schlimmeres. Leute, wir haben 15 Pfeile auf Tasche. Und einen Bogen. Das ist ja einfach nur ein Traum. So, Holzscheiter habe ich hier schon reingepackt. Das heißt, wir brauchen nur noch ein paar Bretter. Da habe ich auch schon ein paar vorbereitet. Achso, da brauchst du 6. Also noch 4.
1, 2, 3, 4. Dann müssen wir tatsächlich die Treppe nochmal abreißen. Hier würde ich natürlich noch eine Foundation reinmachen wollen. So. Brauchen wir nochmal drei Holzscheite und sowieso noch ein paar Bretter, das heißt eine Fuhre Holz. Bitte? Dann haben wir Pfeil und Bogen auf Tasche. Ah, wir müssen jetzt schon mal anfangen anzubauen, das bringt ja jetzt nichts. Wenn wir uns nur kurz oder lang mit Vitaminen und Kohlenhydraten versorgen wollen, dann brauchen wir das Zeug. So. Und dann würde ich hier vorne auf der kleinen Terrasse schon mal gucken, wie viel wir da anbauen können. Kleines Geländer dran. Und natürlich auch nochmal eine Treppe. Man geht ja jetzt nicht ohne. Treppen. Sehr gut. Und vier Bretter. Das passt doch schon mal wunderbar. So, wie viel kriegen wir denn hier hin? Platzierbares Essen, Beete. Wenn du jetzt hier so anfängst, direkt an der Kante. Ja, so ist doch gut. Einmal. Du kriegst kein Geländer mehr dran, ne? Das könnte ein Problem werden. Moment mal. Wie geht denn das überhaupt hier mit dem Geländer? Gibt es das auch für diese Foundations? Ansonsten hast du doch jetzt schon wieder Scheiße gebaut. Rüstung. Ja, das geht. Okay. Dann lass die schon mal setzen. Und dann gucken wir mal, was wir hier reinkriegen. Ist ja eh erstmal nur provisorisch. Wir machen ja später ein Gewächshaus. Dann drehst doch einfach so. Na gut, hier kannst du jetzt natürlich reinbauen. Das sieht aber nicht gut aus. Fängst du hier an? Erstes Beet. Zweites Beet. Komm. Drittes Beet. Sechs Stück. Ob mir das erstmal reicht? Sollte ja ungefähr gleich aussehen, wenn es geht. Warum muss ich denn da jetzt so weit? Ach, bin hier, da bin ich auch so weit weg. Okay. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Ich weiß nicht, ob man das dann noch ein bisschen mittiger setzen könnte, aber sechs Stück ist erstmal okay für mich. Alles, was wir dann noch bräuchten, würde ich dann erst im Gewächshaus machen. Halt, da ist ein Vogel, den brauchst du. Nein! Gut stehen. Jo, hier liegt sogar noch einer rum. Eine schöne Krähe. Nehme ich mit, die Federn.
Die ist einfach so vom Himmel gefallen, hat wahrscheinlich der Blitz getroffen. Keine Ahnung. Nimm Holz mit. Jetzt müssen wir leider nochmal ein Teilchen Bretter sägen. So. Müssen wir, glaube ich, gleich nochmal einen Wagen holen. Ich würde nur zusehen, dass die schmelzen, wenn wir die jetzt schon... 3, 4, 5... Oh, wir haben auch nicht mehr genug Steine. Jetzt geht's los mit dem Materialproblemchen. Müssen wir gleich auch noch Steine besorgen. Aber gut, eine Farmrunde jetzt nochmal. Wir sind Tag 4. Nächsten Tag geht's dann auch schon los mit den Wambis so ein bisschen. Naja, kannst du zumindest den mal reinmachen. Dann lass mal ganz kurz ein paar Steine klopfen. Das muss weiterlaufen. Wir brauchen so viel Metall später noch. Wenn wir da schon ein bisschen nebenbei immer was schmelzen, können wir später mehr bauen. Haben wir jetzt nochmal ein kleines Farmründchen. Und ich würde sagen, den nächsten Tag schreiben wir uns schon mal auf die Liste. Den ersten Dorfbesuch. Einmal Pfeile dann vielleicht noch gemacht, dass wir so 20, 25 zum Mitnehmen hätten. Hallo Melone. Herzlich willkommen in unserer Base. So, einen Stein klopfen wir dann noch ab, dann reicht es erstmal wieder. Brauchst das Zeug auch für Pfeile. Immer mal wieder. Ja, obwohl, er macht die Kiste jetzt auch voll. Was soll der Geiz? Moment. Na, komm. So. Das größte Stück Arbeit wird wahrscheinlich einmal noch das Dach werden. Das würde ich wahrscheinlich anzeichnen. Und wird es dann zwischen den Folgen schon mal ja, ohne euch fertig machen. Da ist jetzt nichts Spannendes bei. Dann haben wir das schon mal raus, sonst wird es dann doch ein bisschen zu viel gefarme. Meine Spitzhacke ist kaputt. Hast du einen Stock dabei? Hast du. Aber ich habe den Bauplan natürlich schon wieder vergessen. Ein Stock, eine Klinge, zwei Fasern. Na gut, das kriegen wir hin. Klinge. Ein Stock. Klinge. Zwei Fasern. Welchen hast du jetzt? Den hier? Ja, ne? Ja. Einmal das Dach. Ah ja, und den Zaun, ne? Wir werden mit Sicherheit einen Verteidigungszaun brauchen, wenn dann doch mal mehr Wambis kommen. Nacht Nummer 10, den ersten Angriff. Ach du Schande. Kriegen wir wahrscheinlich auch noch ganz gut. App ist auch noch überladen, dann kannst du die Stecker auch noch mitnehmen. Ersten Angriff kriegen wir noch ohne Zaun hin. Da kommen, glaube ich, drei Wambis. Das schaffen wir so. Vielleicht sogar auch noch die zweite. Scheiße. Hier wieder langschleicht, ne? Das Grauen. So. Ich werde nochmal schnell sägen. Stöcke packst du hier direkt in deinen Stockständer rein. Oh, hat nicht gereicht. Ich bin immer noch langsam. Gut, haben wir den Weg nochmal in aller Gemütlichkeit gemacht. Auch schön mal. Keinen Stress aufkommen lassen. Wir sind so, glaube ich, schon ganz gut durchgekommen bis jetzt. Bogen an Tag 5. Das Ziel haben wir auf jeden Fall erreicht. So. Hier noch ein bisschen Platz drin, dann lager erstmal die Barren hier, bis wir die dann
mal wieder gebrauchen können. Jetzt kümmern wir uns erstmal straight. So. Jo, 17 Federn, geil. Da können wir nochmal ordentlich Pfeile machen. Jetzt kümmern wir uns erstmal straight um die Beete. Das heißt, die brauchen jede Menge Bretter und ich glaube sogar Nägel, wenn mir die alles täuscht, fällt mir gerade ein. Nägel wäre ja krass. So. Ja gut, dann war es zumindest richtig, mit der Schmelzerei nebenbei noch weiterzumachen. Dass wir uns am Amboss gleich nochmal ein paar Nägel herstellen können. Hallo, Melone? Oh, wir müssen auch schon wieder was trinken gleich. Oder uns ein paar leckere Wassermelonen gönnen. Die bringen auch ziemlich viel Wasser, Gott sei Dank. So. Ich glaube, das reicht dann schon mal für ein ganzes Teil Beete. Alle 6 werden wir noch nicht hinkriegen. Allein schon wegen den Nägeln dann nicht. Hier ist noch ein Stock. Naja, jetzt hat er Brand, der Gute. Gut, ist klar. Guck mal, das wird doch, glaube ich, eigentlich ganz schön hier. Hast du noch Wasser hier drin? Jo, frisch gemacht hat das. Dann nimm da erstmal so einen Schluck und iss mal noch eine Melone. Gönn dir ein Stück Fleisch. Gönn dir noch ein Stück Fleisch. Ah, hier, wir essen die Leber noch um unseren Wert. Man sieht es hier, ne, den Fortschritt, den man hat, um einen Punkt mehr Gesundheit dazu zu bekommen. Das ist recht zäh. Aber irgendwann hast du halt mal 20 Punkte zusammen. Dann merkst du schon, ne? Wenn du 20 mehr Ausdauer hast oder 20 mehr Leben. So, eine Melone noch. Dann sehen die Werte doch schon wieder ganz gut aus. Und jetzt fängt er an zu jammern, weil er in der Sonne steht die ganze Zeit. Scheiße. Ach, das mit der Sonne ist ja auch was nervig. Das war einer zu viel, ne? So, die ersten Beete. Ja, tatsächlich. 8 Nägel pro Beet. Uiuiuiuiui. Okay, da brauchen wir noch ein bisschen was. Dann lass mal schnell ein paar Barren noch fertig machen. So, Gott sei Dank gibt es später noch die größere Schmelze. Die werden wir auch relativ schnell auf unseren Zettel setzen. Was passiert denn eigentlich, wenn er komplett ausrastet? Sonnentechnisch. Oh, scheiße, ich stehe ja auch in der Sonne. Ja. Oh, steht er schon wieder in der Sonne, weißt du? So, mach ein paar Nägel schnell. Hat er? Oh, Waschbär? Bringt der auch Leder? Also Tierhaut? Alter. Ich glaube, wir testen mal ganz kurz aus. Was passiert, wenn unser Sonnenwert auf Null ist? Das weiß ich nämlich nicht mehr so genau. Erstes Beet steht. Nochmal 6 Bretter. Ah, 5, scheiße. Ja, kein Platz im Inventar. Ich muss auch gleich nochmal eine Kiste einschieben zwischendurch. Ein Brett, komme ich da dran? Ja, danke. Und mach gleich neue. Sonnenwert ist auf 0. Ist jetzt auf den ersten Blick gar nicht so schlimm. Außer das Geschnaufe, aber Werte verändern sich jetzt gerade nicht.
etwas gehört. Gut, ich will es mal nicht übertreiben. Lass mal ganz kurz, solange wir hier dumm rumstehen, mal die eine oder andere Decke anzeichnen. Achso, das geht natürlich nur, wenn es fertig gebaut ist, ne? So. Und da geht's auch. Achso, du musst auch irgendwo noch einen Aufgang machen, ne? Oder machen wir den außen? Ich glaube, den machen wir sogar außen in dem Fall. Um aufs Dach zu kommen. Oder hier in der Mitte. Können wir uns dann noch überlegen. Wir brauchen noch einen Barren für ein paar Nägel. So kriegst du deinen Tag hier echt rum, ey. So. Und hier machen wir mal die nächsten beiden Barren rein. Gut. Dann lass wenigstens mal hier so ein Ding. Wir nehmen auf jeden Fall Wassermelone. Die bringt schön Wasser. Und ein paar Vitamine. Honigmelone haben wir ja leider noch gar nicht. Jetzt nochmal die Bretter hier wegnehmen. Dass wir hier eine Seite schon mal fertig machen können. Der nächste Barren jetzt mal durch ist. Guck mal. Hallo, Mini-Wassermelone. Wir müssen noch gießen. Das machen wir gleich. Was haben wir denn jetzt hier noch? Eine Gurke würde ich auch nehmen. Und eine Kartoffel auf jeden Fall. Und dann noch ein Gürkchen. Eins würde erstmal reichen. Aber wir haben noch nicht alle Sorten gefunden. Kartoffel kannst du ruhig schon mal machen. Und hol mal Wasser. Um das Ganze durchzugießen. Oh, wie lange sind denn die noch gut? 23 Minuten. Ja, die halten wirklich leider nicht allzu lang. Oh Gott, das mit dem Gießen wird ja ein Krampf. Du könntest dir hier oben so ein Wasserbecken noch aufbauen. Du musst die jedes zweimal Wasser reinkippen. Es gibt später auch noch eine größere Flasche. Wer selber zuckt, weiß das natürlich, weil die wirklich extrem wichtig ist, sonst läufst du dir ja nämlich die Füße wund. Aber dafür brauchen wir erstmal andere Erze. Die haben wir noch nicht. Dafür müssen wir eine Höhlentour machen. So. Das nehmen wir dann später in Angriff. So, dann mal hier nochmal 5 und 5. Fehlt mir immer einer irgendwie. Warte mal, jetzt nochmal. Hier nochmal ein. So. Und hier haben wir die nächsten Degel klar. Zumindest einen werde ich erstmal nochmal machen. Sehr schön. Dann gibt es hier noch eine Gurke. Und die gießen wir natürlich auch nochmal. Zeit haben wir noch. Ja, ein bisschen ist noch. Das heißt, braucht man für Geländer nur Holzscheite? Oh, die sind ja super günstig. Dann lass uns die Geländer eben noch fertig machen. Wir müssen ja so oder so nochmal Holz holen.
für die restlichen Beete. Dann machen wir jetzt noch einen Wagen. Können wir die Geländer schon mal fertig machen. Und bauen uns vielleicht noch mal so ein Wasserbecken. Oh, er und sein Gestöhne in der Sonne. Aber heute ist tatsächlich mal ein Tag ohne Regen. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Was sagt denn die Axt? Ja, die ist noch fresh. Hier steht er im Schatten, oder nicht? Ja. Den Schatten, den ich mir jetzt selber weghacke. Ah, ich freue mich, wenn es auf die erste Tour geht. Ihr wahrscheinlich auch. Jetzt haben wir genug Geholz zusammengehackt. Ich werde dann noch, wie gesagt, nach der Folge zusehen, dass ich das Dach auf jeden Fall schon mal fertig bekomme. Dass wir das nicht zusammen machen müssen. Aber es gehört nun mal dazu, ne? So. Sehr schön. Was wollten wir? So ein Zuber bauen, ne? Das machen wir noch. Den könnten wir eigentlich hierhin platzieren. Damit es da reinregnen kann. Nehmen wir mal hier. Wo mag denn der wohl sein? Ah, hier der. Wasserbecken. Entschuldigung. Mit 6 Brettern? Ja, machen wir uns hier hin. Einen hier vorne. Und dann einen hier. So. Dann kommen wir noch dran, ne? Ja, das ist doch top. Das scheint mir gut zu funktionieren. Und so wird es langsam was mit unserer Base. Aber wir müssen auch noch unbedingt mal eine Kiste einplanen. 5, 6, 7, 8... 19, sehr schön. Scheiße. Sehr schön, endlich mal wieder überladen. Ach, Leute. Der Spaß ist da. Und es geht auch voran. Wenn wir erstmal unser eigenes Gemüse haben. Was soll da noch schief gehen? So, 2 brauchst du noch. Dann können wir sogar noch ein Beet befüllen. 7, 8, 9, 10 nochmal, ne? Ach, Scheiße. Geht da wieder überladen hier lang. Lass doch mal dein Zeug zu Hause. Oder ist er dann aber auch resistent, ne? Dann zieht er einfach durch. So, da sind wir ja schon. Zwei Nägel noch. Du hast noch einen Barren, ne? Ja, dann mach den gleich noch klar. Guck mal. Dann haben wir doch nur noch ein paar Bretter rein. Dann haben wir 5 von 6 schon fertig. Und es regnet los, damit unsere Wasserbehälter gleich befüllt werden. Das läuft ja. Hier am Schnürchen. Oh, okay. Apropos vergammeln, iss mal die Wassermelonen, bevor die schlecht werden. Ja, jetzt ist aber hier bewölkt. Jetzt brauchst du nicht mehr rumstöhnen. Nee, es geht auch nach oben. Sehr gut. Hallo, Gurke. Es ist halt so, ne? Wenn du einsam und verlassen hier irgendwo in der Wildnis wohnst, dann sprichst du auch mit deinem Gemüse ab und an mal. Sonst nichts da. Und so ein Bambi? Vielleicht halten wir uns mal ein Haushuhn. Ich weiß gar nicht, ob da man da irgendwas in dem Sektor machen kann überhaupt. Was willst du denn noch? Du machst noch eine Gurke. Können wir noch ein paar... Haben wir noch Bretter? Nee, ne? Die waren weg.
Ja, komm, dann sind wir durch, weißt du? Wir machen es jetzt einmal fertig. Was soll denn der Geiz? Das wird dann auch erstmal das letzte Mal Holz holen gewesen sein. Also, für euch zumindest, ne? Ich muss hier einen ganzen Tag Holz holen. Aber ist nicht so schlimm. Bisschen Kaffee. Nein, nein, nicht wegrollen. Alter Schwede. Das war ja ungeil. Gib mir meine Stämme. Alter, hä? Oh, das geht sogar. Ah, nee, geht. Ja, doch. Wo ist denn der andere? Ein Problem, ne? Holzhack mit Floki. Da erlebst du was. Mir ist noch einer abgegangen, tatsächlich. Aber ich glaube. Na komm schon, du wirst ja jetzt nicht hier rumtauchen. Wegen dem einen Stamm. Fahr los. Geh nochmal den Leuten hier nicht auf den Sack. Deiner Pingeligkeit. So, die letzten Bretter. Erstmal wieder voll. Vielleicht ist sogar noch genug. Hä? Ach so. Vielleicht ist noch genug drin für eine Kiste. Die werde ich dann auf jeden Fall auch noch vorbereiten. Jetzt ist er wieder zu. So. Aber wenn er erstmal überladen ist, dann rein, ne? Dann kann er immer noch ordentlich was zuschnappen. So. Guck mal, unsere Wasserbecken sind schon voll. Was wiegt denn hier so viel? Die paar Steine oder was? Jetzt lass doch mal die Steine hier. Kannst du auch alle Bretter tragen. Die reichen, ne? Um es fertig zu bekommen. Ja. Brauchst halt noch 8 Nägel. Und dann sind wir durch. Was haben wir hier? Wir haben noch keinen Kürbis angebaut. Das können wir machen. Was hast du denn jetzt? Eine Kartoffel. Die siehst du immer nicht, ne? Ich weiß nicht, wie geil der Kürbis war. Da würde ich erstmal nur einen machen. Glaube ich. Und wir machen noch eine Wassermelone oder eine Gurke. Machen wir eine Wassermelone. Da hast du schon 2 Gurken. So. So, dann hast du hier. Ach so. Oh. Ach, die sind schon wieder aus. Okay. Dann werde ich die tatsächlich mit Brennmaterial befüllen. So.
Die guten Dinger. Kannst auch das hier mal da reinklotzen. Den einen Stein, den machst du jetzt mal durch. Ja, die mit Brennmaterial bestücken. Ich werde das Dach fertig bauen. Tag 5 ist schon der nächste Tag. Müssen wir mal gucken, wenn der erste Wambi kommt, will ich versuchen, dass ihr dann da mit dabei seid. Ansonsten werde ich das erstmal ein bisschen abarbeiten, dass wir in der nächsten Folge auf jeden Fall mal losziehen können, machen eine Tour, weil ja, zum einen müssen wir in die Höhle und noch wichtiger wäre hier, ne? Hier ist ein Dorf ganz in der Nähe, da schnappen wir uns mal die ersten beiden Baupläne raus, da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Dann machen wir für die Runde erstmal Feierabend und haben dann beim nächsten Mal ein bisschen Action dabei. Aber Vorbereitung muss sein, du willst ja irgendwo wohnen, ne? Also, bis zur nächsten Runde The Infected. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis denne. Tschüssi.